Ihr möchtet ein stilvolles Zuhause? Wände, die begeistern? Die Tapeten der Schöner Wohnen Kollektion bieten all das. Wie sie tapeziert werden, zeigen wir euch jetzt. Für ein tolles Ergebnis muss die Wand glatt, sauber, trocken, saug- und tragfähig sein. Für das Tapezieren braucht ihr diese Materialien. Diese Tapete ist ein Digitaldruck. Auf jeder Rolle sind 4 Bahnen, die in der kompletten Länge aneinander passen. Achtet auf die gleiche Anfertigungsnummer. Los geht's, und zwar ab der Ecke. Nehmt als Grundlage für die Markierung die Breite der Bahn minus 2 cm. Zieht an dieser Stelle eine Lotlinie. Achtet darauf, dass der Bleistift nicht zu weich ist, weil er sonst zu viel Graphit auf der Wand hinterlässt. Messt nun die Höhe der Wand aus und addiert 10 cm dazu. Jetzt schneidet ihr die Bahnen ab. Eine Rolle ergibt ein Wandbild mit einer Breite von 2,12 m. Ist eure Wand breiter, nehmt einfach eine zweite Rolle und setzt das Bild fort. Markiert jetzt, in welcher Reihenfolge die Tapeten an die Wand kommen. Die Tapeten der Schöner Wohnen Kollektion haben einen Träger aus Vlies. Deswegen wird nur die Wand eingekleistert. Das geschieht an der Decke, am Boden und in der Zimmerecke mit einem Pinsel. Und auf dem Rest der Wand mit einem Roller. Tragt den Kleister etwas über Bahnenbreite auf, gleichmäßig und nicht zu dick. Rollt die erste Bahn mit der Rückseite nach außen auf. Lasst an der Decke ein wenig überstehen und drückt die Tapete genau an der Lotlinie vorsichtig in den Kleister. Drückt die Bahn mit einem Tapezierwischer sanft an und schneidet die überstehende Tapete an Decke, Boden und in der Ecke mit einem scharfen Cuttermesser entlang des Tapezierspachtels ab. Bereitet jetzt die Wand für das Anbringen der nächsten Bahn vor. Setzt die Bahn so an, dass das Muster passt, rollt sie langsam ab und drückt sie wieder mit dem Tapezierwischer fest. Geht mit einem konischen Nahtroller über die Naht und schneidet die Überstände wieder ab. Den Rest der Wand tapeziert ihr genauso. Das Einrichten geht dann fast von allein. Übrigens, lasst während des Tapezierens unbedingt Fenster zu und heizt nicht stark. Sonst lösen sich die Bahnen wieder ab. Und wenn ein spontaner Tapetenwechsel gewünscht wird, kein Problem. Die Tapeten der Schöner Wohnen Kollektion haben einen Fließträger und lassen sich in ganzen Bahnen wieder von der Wand abziehen. Kinderleicht geht das. So schnell verpasst man seinen eigenen vier Wänden einen neuen Look. Findet eure Traumtapete in der Schöner Wohnen Kollektion. Viel Spaß beim Tapezieren!